Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir haben uns in der letzten Folge dazu entschlossen, mit dem Orden der Gerüchte wichtige Dokumente zu fälschen, um uns in ein Labor einzuschleichen, das eben erst zerstört wurde. Und dazu müssen wir jetzt zu dem Labor finden. Und dann mal gucken, wie die Story weitergeht. So, da haben wir schon unseren Munkelstern. Dann hüpfen wir mal direkt rein. Legale Fälschung. Was an einer Fälschung jetzt legal ist, das weiß ich auch noch nicht. Wir werden es sehen. Guten Tag, schönen guten Tag. Oh, die sitzen da am Brunnen. Oh, so süß. So. Da vorne wartet schon die Agentin der Orden der Gerüchte auf uns. Prompt und einsatzbereit. Gefällt mir. Euer Aufzug allerdings... In dem fallt ihr sofort auf. Dafür hattet ihr einen Plan, wenn ich mich recht erinnere. An Laborassistenten besteht kein Mangel, aber sie tun alle nur ihre Arbeit. Müssen wir wirklich einen von ihnen bewusstlos schlagen? Nur damit ich schicker angezogen bin? Ich will das mal als Mitleid werten und nicht als Zimperlichkeit. Nein, müssen tun wir nicht. Könntet ihr das irgendwie mit Schwafelei kompensieren? Getarnte Aufklärung ist praktisch mein zweiter Vorname. Okay, wir müssen uns also jetzt Laborkleidung beschaffen. Damit die Golems wahrscheinlich hier vorne denken, oh nein, wir müssen an denen vorbei. Dass wir hier nicht irgendwie kriegermäßig unterwegs sind, sondern zum Labor gehören. Guten Tag. Ich hätte gern deine Klamotten. Ich tue es ja. Könnt ihr mir nicht eine Sekunde Ruhe gönnen? Wie soll ich meine Arbeit verrichten, wenn ich mich ohne Unterlass vor euch rechtfertigen muss? Ganz ruhig, ihr seid offensichtlich überarbeitet. Daher bin ich hier, um euch abzulösen. Wie könnt ihr mich ablösen, wenn ihr gar nicht zu den Arbeiten hier gehört? Wenn Ilka euch erblickt, tobt und rastet sie, bis alle tot sind. Gebt mir eure Uniform, ich mag nicht so hübsch sein wie ihr, doch ich kann es vortäuschen. Ich habe angeboten, meine Schicht früher zu beginnen und euch abzulesen, wenn ihr das nicht möchtet. Ihr seid müde und gereizt und das schlägt sich in eurer Arbeit nieder. Gebt mir eure Uniform und verschwindet, ehe ich Filka sage, dass ihr kurz davor seid, das gesamte Vorhaben zu ruinieren. Wir gehen mal mit der Würde, so von wegen... Ich will dich ablösen. Entweder nimmst du es an oder ich gehe wieder. So. Das tue ich. Ich möchte nur nicht, dass... Ach, nun gut, hier. Nimm diese Ersatzuniform. Ich werde mir eine Auszeit gönnen und mir eine neue Arbeit suchen. Mit Glück dabei, überlass ruhig alles mir. So, wir sind getarnt. Wir sehen jetzt aus wie ein Forscher dieses Labors. Und wir sollen jetzt in die privaten Dienststuben von Ratsmitglied Flachs eindringen. Wir legen uns aber auch gut mit dem Rat an, ne? Es ist, Schuftet, ihr Idioten! Oder ich stampf euch zu Trottelbrei und fress euch zu Mittag. Sehr gut. Das ist Flachs Laborleiterin. Ist doch putzig, was? Hey da! Wisst ihr, wie sich mein Stiefel an der Kehle anfühlt? Ich erinnere euch gern daran. Ja, echt putzig. Lassen wir uns was Schönes einfallen, damit sie ihren Posten verlässt. Okay, was habt ihr denn vor? Sorgt für Ablenkung. Absaugtank. Wo sind die Sicherheit wieder? Ist auf Maximum. Da muss ein Leck im Tank sein. Oh oh. Zu spät. Wir haben einen Störfall. Nein, was ist passiert? Oder fühlt euch auch so benommen? Nicht verduften. Schuften. Aber zackig. Sie wird langsam mürbe. Noch eins drauf und sie ist platt. Okay, was können wir noch sabotieren? Es ist lustig. Das nicht. Hier die Mütze. Die Mütze wahrscheinlich. Das. Oh nein, es ist kaputt. Ich glaube, wir haben ein echtes Problem. Ich weiß nicht. Ich mache das selber. Wilka ist unterwegs. Das ist unsere Chance. Was
Das war jetzt auch voll unauffällig, ne? Okay, wir sind im geheimen Zimmer von dem netten Ratsmitglied. Schick war das hier, ne? Okay, Dokumente fälschen. Schnell. Sehr saubere Leistung. Bisher habt ihr ein echtes Talent für diese Art Arbeit bewiesen. Danke, aber das war der leichte Teil. Am arkanen Auge vorbeizukommen wird gefährlich. Nicht mit dieser exzellenten Fälschung. Kann's kaum erwarten, unsere Methoden gegen die des arkanen Auges zu testen. Geheimbund gegen Geheimpolizei. Wer gewinnt? Wir werden es bald wissen. Trefft mich in Gors Labor. Schauen wir mal, ob unsere kleine Ersatzautorisierung funktioniert. Ja, mich mal gespannt. Okay, wir haben die Dokumente gefälscht, sollten jetzt Zugang zu Gors Labor haben. Und mal gucken, ob die uns einfach so reinlassen. Oder nicht. Das wird spannend. Oder ob wir uns da reinboxen müssen. So, wo ist denn Gors Labor? Müssen wir wahrscheinlich wieder nach unten. Oder auch nicht. Pfeile zeigen hier oben lang. Da hinten ist Gors Labor, okay. Da möchte man aber auch nicht runterfallen, ne? Hier ist schon spektakulär gebaut. Vor allem hier kein Sicherheitsding. Also wenn hier Kinder langlaufen und spielen. Warte mal, wir müssen da lang. An Motto vorbei. Hi, ich freue mich auf April. Yay. So. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Legale Fälschung. Ja, natürlich. Meine Katze schläft gerade hinter mir und schnarcht. Willst du schnarchen? Ich glaube, es ist so leise, dass man es nicht in der Aufnahme hört, aber ich höre es. Vom Arkanenauge. Wir müssen an ihm vorbei, um reinzukommen. Und er ist gut. Okay. Okay. Hallo. Guten Tag. Wir sind Messer in der Finsternis. Ich wollte mit ihm reden. Hallo. Zur Seite. Der Arkane Rat hat uns als Beobachter hergeschickt. Man erwartet unseren Bericht. Die Sache ist eine Nummer zu groß für euch. Das arkane Auge regelt das für den Rat. Nicht mehr. Seht ihr das? Unterzeichnet von Hochratsmitglied Flax persönlich. Mist. Wieder mal typisch. Diese Bürokraten misstrauen allem, was sie nicht bis ins kleinste Detail kontrollieren können. Eure Anwesenheit hier ist ebenso redundant wie überflüssig. Aber ihr seid autorisiert, also geht hinein. Allerdings werde ich euch beobachten. Das war ein. So weit, so gut. Jetzt schauen wir mal nach, was sie da geheim halten. Okay, hier liegen Papiere auf dem Boden. Seine Werkbank. Sag nicht, er liegt da tot auf dem Boden. Wirklich? Halt, stopp. Das ist doch gar nicht Gors Leiche, oder? Allerdings nicht. Will heißen, Gors ach so passender Tod war nur vorgetäuscht. Aber wer war das genau? Ich werde daraus nicht schlau. Tja, wer war das genau? Vielleicht das arkane Au, Sofort stehen bleiben. Ihr Idioten habt genug gesehen. Das ist Behinderung einer offiziellen Investigation des arkanen Auges. Weitergehen! Sofort, sonst fordere ich gleich mehr Leichensäcke an! Zeit zu gehen, aber wir haben da was. Treffen wir uns mit den anderen Orden. Ich will Ihre und Sojas Meinung dazu. Ein scharfer Geruchssinn entdeckt hier etwas Fischiges. Schauen wir nach Soja. Also anscheinend versucht das arkane Auge... hier was zu vertuschen. Vielleicht lebt Gor noch, um seine Theorie der Welt weiter mitzugeben, weiter mitzuteilen. Warum die das aber vertuschen wollen, ist eine gute Frage. Vielleicht haben sie ihn nur entführt.
und den Tod vorgetäuscht. Mal gucken. Mal gucken. Wir besprechen uns jetzt erstmal mit den anderen Orden. Gucken, was die dazu zu sagen haben. Wo müssen wir dafür denn hin? Wieder darüber ins Labor. Es ist ja ein Hin- und Hergerannte hier. Das sage ich meinem Ratsmitglied. Oh. Ich habe Rechte. Warum rede ich überhaupt mit einem Golem? Und zwar, wo müssen wir hin? Wir gehen in unsere Heimatinstanz. Schön. Wir treffen uns bei mir zu Hause. Finde ich gut. Können wir auch direkt abernten. Guck mal. Was nehmen wir denn? Wir können den Pfeffer ernten. Wenn wir schon mal hier sind. So. Die machen wir jetzt nicht auf. Die Sphäre machen wir auch nicht auf. Wir können hier... So, nee, den kann man ja nur einmal. Haha. Schlaues Kind. Lustig, wenn man sich jeden Tag einen Heldenpunkt holen kann, ne? So, wir können aber noch hier hinten die Stoffe sammeln. Beim anderen würden wir uns jetzt nur alles zumüllen. Muss jetzt nicht gerade sein. So, wo müssen wir hin? Hier rein? Ghosts Tod war also fingiert. Hilft uns das weiter? Das Problem sind immer noch die Altdrachen. Während ihr in dunklen Gassen und Bibliotheken nach Informationen schnüffelt, kämpfen die Wachsamen. Und während ihr kämpft, finden wir heraus, wie man dem Feind den Todesstoß versetzt. Wir wissen die Ablenkung zu schätzen, die ihr bietet. Aber ihr glaubt nicht wirklich, dass ihr einen Altdrachen besiegt. Schwerter allein helfen nicht weiter. Auch nicht Intrigen. Die Methode der Abtei ist ganzheitlicher. Wir werden alles über die Drachen und ihre Schwächen herausfinden. Und dann zuschlagen. Rakts Agenten vom Arkanen Auge waren überall in Gors Labor. Sie entfernten eine Leiche und sagten, es sei Gor. Was aber nicht stimmte. Ich vermute, er lebt noch. Wenn ja, dann hat ihn das Arkane Auge. Sie haben eine abgelegene Einrichtung in einem Menschendorf namens Garrenhof, weit ab vom Schuss. Der perfekte Ort, um Gor wegzuschließen. Endlich ein konkretes Ziel. Ein Wort und ich stelle Wachsame bereit, um Garrenhof zu stürmen. Nein, Rakt ist zu gut. Das funktioniert so nicht. Aber ich bin besser. Nutzen wir Garrenhof doch einfach zum Vorteil gegen ihn. Stiften wir ein bisschen Aufruhr und lassen uns festnehmen. Rakt sperrt uns weg, damit alles schön ruhig bleibt. Wir brechen aus und nehmen Gor mit. Leider kann ich nicht mit. Ich muss mich mit meinen Kollegen der Abtei besprechen. Wünsche euch aber viel Glück. Wir treffen uns nach beendeter Mission. Ich möchte, dass ihr die Sache übernehmt, Denkerin. Ich gehe mit Krasso, um die Abtei bei der Untersuchung von Gors Theorie zu unterstützen. Wir müssen beide mit den Orden vorankommen, damit mein langfristiger Plan funktioniert. Sucht euch den aus, von dem ihr meint, dass er am besten funktionieren wird. Mache ich. Ich bin genauso erpicht darauf, der Sache auf den Grund zu gehen wie ihr. Und irgendwann müsst ihr ja mal was verraten über euren langfristigen Plan. Okay, wir haben wieder die Wahl. Entweder gehen wir mit den Wachsamen die Hau-drauf-Theorie. Wir stimmen rein, hauen drauf, nehmen Gor mit und gehen wieder. Ja, Katze. Morgen. Oder wir gehen erneut mit dem Orden der Gerüchte und lassen uns vermeintlich festnehmen und brechen heimlich mit Gor wieder aus, was ich an sich die bessere Variante finde, anstatt da ein ganzes Dorf auszulöschen und zu überrennen. Würde ich doch eher vielleicht wieder mit dem Orden der Gerüchte gehen. Alleine deswegen, weil wir ja halt auch ein Dieb sind. Und das eher so unsere Dings wäre, ne? Reinschleichen, mitnehmen und tschüss. Anstatt hau drauf. Wir gehen mit ihr. Ich werde einen fingierten Protest vorbereiten, damit das Arkane Auge uns in Haft nimmt. Gleich neben Gor, wo wir sein wollen.
Dann brechen wir aus und nehmen den guten Professor mit. Seid ihr interessiert? Natürlich. Bin ich besser, also wir laufen rein und prügeln uns. Wir können uns einen neuen Dolch aussuchen. Oder ein Schwert oder eine Pistole. Ach, wir sind hier noch auf dem Bogen, ne? So, Dolch ist definitiv besser. Die Pistole wäre auch besser. Wir können aber nicht beides nehmen. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal den Dolch. Rüsten den auch aus. Muss schon wieder aufräumen. Chaos in der Tasche. So. Gut. Verlassen wir das mal. Na gut. Dann versuchen wir mal Gord zu befreien. Es ist jetzt auch nur eine Vermutung, dass sie ihn da festhalten. Aber ich gehe stark davon aus. Und wir müssen... trefft euch mit Agentin Batanga vor den Toren von Garrenhof. Gucken mal auf die Karte, wo denn die Tore von Garrenhof sind. Da. Ja gut. Ja, nur einen weiten Weg für uns. Wir folgen mal dem Sternchen. Der zeigt uns nämlich den kürzesten Weg dorthin, außer wir könnten uns jetzt halt teleportieren. Können wir aber nicht. Also folgen wir mal unserem grünen Stern, der uns sagt, wo wir denn langlaufen müssen. Und dann lernen wir auch ein neues Gebiet kennen. Oh, und es geht nach Löwenstein, ihr Lieben. Wir betreten jetzt storytechnisch das erste Mal Löwenstein. Im Moment mit Halloween-Optik, denn hier findet das Halloween-Event statt. Wer die Special-Folgen gesehen hat, hat Löwenstein dort schon kennengelernt. Ach, das wird jetzt ein bisschen laden, aber es ist Löwenstein. Es ist einfach. Oh, es ging schnell. Wir bekommen jetzt erstmal, weil wir das erste Mal mit diesem Charakter Löwenstein besuchen, eine Cinematic, soweit ich weiß. Oder auch nicht. Ja. Spiellade, bitte. Ach ja. Löwenstein. Slay. Auch das bei euch auch so lang. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt im Moment noch zusätzlich an Halloween liegt. Ach, da bekommen wir die Cinematic. So sieht eigentlich Löwenstein aus, wenn gerade nicht Halloween ist. Die Kochstationen. Da ist ein unterirdisches Grab. Die ganzen Gefallenen. Die befestigten Mauern, um erneute Angriffe abzuwehren. Die Löwenstatue von Löwenstein. Die Alte stand auf einem Brunnen, der war echt schön und der wurde zerstört. Das war so schön. Gut, wir befinden uns in Löwenstein. Yay! Und hier ist immer sehr viel los. Es ist aktuell Halloween, das gucken wir uns jetzt aber nicht an. Wir laufen einfach mal hier durch. Wir können natürlich hier Wegmarken und Sehenswürdigkeiten unterwegs mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Und unser Sternchen führt uns da zum nächsten Portal. Wir laufen also einfach nur einmal schnell durch Löwenstein durch. Wir können hier noch eben rein. Ins Schwarzlöwen. Handelszentrum, wie auch immer. Hier kann man sich besondere Waffen holen. Jetzt hier kann man hier gucken. Genau.
Seit Grüßkundin, welches unserer neuesten Schwarzlöwenwaffensets würdet ihr gerne betrachten? Gucken wir uns doch mal die dunkle Materiewaffen an. Achso, das sind die, die hier ausgestellt sind. Die kann man im Moment erhalten durch die Schwarzlöwentruhen. Ah, ist schon sehr interessant. Auf jeden Fall. Dann gibt es aktuell die Wissenschaftswaffen. Die sind auch gar nicht schlecht mit dem Band da drum. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Was haben sie noch im Angebot? Ewige geschmiedet. Oh, Feuerleuchte. Oh, die sind hübsch. Feuerleuchtleuchtwaffen. Eisspalterwaffen. Oh, sind halt Eiszacken, ne? Fancy Waffen im Angebot. Düsterflügelwaffen. Oh, die haben auch was. Die sehen auch mega cool aus. Der Dolch. Axt. Wow, wie sieht der Stab aus? Und hier, geil. Die hätte ich auch gern. Und, kann ich mehr über diese Waffensets hören? Ne, das wollte ich nicht. Sehr schön. Könnte man jetzt hier kaufen? War das bei dir? Genau. Hier kann man die Skins kaufen. Das sind einfach nur Skins. Und dafür braucht man ein Schwarzlöwenticket und diese Schwarzlöwentickets kriegt man in den Schwarzlöwentruhen, die man dann mit Schlüssel öffnen muss, für die man zu 90% Geld ausgeben muss, damit man sie überhaupt kriegt. So, die Wissenschaftshüterwaffen, die kosten 2 Tickets, die Feuersachen kosten schon 3 Tickets, das ist halt, umso älter sie werden, desto teurer werden sie. Die Düsterflügel auch 3, die drakonischen 3. Die sehen auch interessant aus. Nee, ich wollte nicht meinen Charakter sehen. Wow! Ich habe schon lange nicht mehr bei den Waffen geguckt, wie man merkt. Weil ich eh nie Tickets habe, um mir was zu kaufen. Oh, schön. Oh, die sind geil. Ich brauche Tickets. 7 Schnitterwaffen. Immer gern Langbögen. Ja, auch nicht schlecht, aber muss ich jetzt auch nicht haben. Endlose Ozeanwaffen. Und die sind auch recht hübsch. Ja, die haben auch was. Oh, das Schild ist schön. Oh, ist das schön. Ach ja, und Schnipsel, genau. Man kann mit 10 Schnipseln kriegt man halt auch ein Ticket. Ich habe 7. Und die kriegt man so selten. Das ist so unfair. Zumindest ich kriege sie voll selten. Ich habe Freunde, die öffnen so eine Truhe, kriegen seltenes Teil, kriegen Schnipsel, kriegen dies, kriegen das. Und ich Transmutationsladungen und Materialbeutelchen. Ich habe kein Lootglück in diesem Spiel. Ich habe kein Lootglück. Gut. Genug getrauert um die schönen Waffen. Wir flitzen durchs nächste Portal. Hier ist so ein bisschen Portalparty. Hier geht es zurück nach Ratasum. Also theoretisch wären wir durch dieses Portal hier reingekommen. Durch das wir eben gelaufen sind. Aber dadurch, dass wir halt noch nie in Löwenstein waren, spawnt man vorne am Eingang. Und kommt eine kleine Cinematic. Dann haben wir hier das Portal in den Hain zu den Silvari, wie man hier von den Repräsentanten auch sieht. Hier geht es in die schwarze Zitadelle zu den Char. Wollen wir aber auch noch nicht hin. Also von hier geht es halt in alle Hauptstädte. Hier geht es nach Höhlbrack zu den Norn. Hier geht es in die Südlichtbucht. Das ist ja, eine kleine Insel, auch Level 80 Gebiet, wollen wir noch nicht hin. Und hier geht es nach Götterfels zu den Menschen. Warum wir nach Götterfels sollen?
Weiß ich auch nicht. Wo schickt uns dieser Stern lang? Gut, dann lernen wir noch die nächste Hauptstadt kennen. Götterfels, der Mensch. Komische Wegfindung. Wir sind jetzt gleich im Zickzack einmal über die ganze Karte gehüpft. Wir können ja gleich mal eben die Map aufmachen, dann zeige ich euch, wo wir sind. Was wir hier machen für ein Map-Hopping. Aber ich dachte, es ist ganz lustig, dem Stern zu folgen. Ob wir heute noch an unser Ziel kommen werden, ist die große Frage vor Ende der Folge. So, da sind wir in Götterfels, der Stadt der Menschen. Hier vor uns befindet sich der Palast der Königin. Das ist ihr Garten, in dem das Portal nach Löwenstein steht. Wir gucken mal auf die Map. Götterfels ist halt so aufgeteilt. Hier in der Mitte ist der Palast der Königin, wie gesagt, mit ihrem Hof. Dann befindet sich hier ein äußerer Ring hier oben, über den man laufen kann. Über diese Brücken kommt man nach unten. Und hier unten haben wir die einzelnen Stadtviertel. Das ist der Kronpavillon. Da findet auch einmal im Jahr so ein Event statt. Die Krönung der Königin wird da gefeiert jedes Jahr. Also nicht ihre Krönung, aber ne, beim ersten Mal wurde die Krönung gefeiert. Und jetzt ist es halt immer so, hey, sie ist wieder eine länger Königin, wie auch immer. Hier haben wir das Heimatviertel, den Heimatort. Das ist genauso wie das, was wir in Ratasum für unseren Charakter hatten. Wo die ganzen, ja, Sammelsachen stehen und so, ne? Das Heimatviertel halt. Und verschiedene Stadtviertel. Und hier ist der Ausgang ins Startgebiet der Menschen, wo wir jetzt auch, wie man hier sieht, lang müssen. Gucken wir jetzt mal auf die Gesamtkarte. Spannend. Also wir müssen dahin und sind jetzt von Ratasum nach Löwenstein gehüpft. Durchs Portal nach Götterfels. Werden jetzt hier rauslaufen, werden uns unseren Weg durchs Königinental schlagen. Dann wahrscheinlich hier in die Kessex-Hügel rein. Zu diesem Punkt, der sich in den Kessex-Hügeln befindet. Wir hätten es auch einfacher haben können, von der Brisbane-Wildnis, die wir eh erkundet haben, von hier in die Kessex-Hügel. Und darüber? Spiel, warum? Jetzt ist die Frage. Laufen wir jetzt durch komplett Königinental in die Kessex-Hügel darunter oder teleportieren wir uns einfach in die Brisbane-Wildnis? Ich bin ja eher dafür, dass wir uns hier teleportieren. Und da den kurzen Weg nehmen. Das ist nicht sehr durchdacht, Spiel. Aber gut, der nutzt halt auch den Laufweg und ist nicht so, ja, hier hast du aber eine Wegmarke in der Nähe. Gut, dann lernen wir jetzt das nächste Gebiet kennen, nach dem Hin und Her. Und zwar die Kessex-Hügel, die einmal wunderschön waren. Dann kam lebendige Welt 1 und ihr seht gleich, was hier passiert ist. Hier haben wir ein kleines Zentaurenlager. Ja, die Zentauren sind halt die natürlichen Feinde der Menschen. Die sind sich nicht ganz so grün und wie man hier schon sieht, es ist alles zerstört, es ist alles kaputt. Und hier befand sich ein riesiger Turm. Das hier war mal ein wunderschöner See. Und in diesem See hat ein böser Mensch, nein, ein böser Silvari, nicht ein Mensch, ein Silvari, einen riesigen Turm gebohrt. Und hier alles zerstört. Alles kaputt, alles verwüstet. Die Überreste liegen hier jetzt seit gefühlten 10 Jahren. Keiner räumt sie weg. Ja. Und hier kamen sie aber nicht großartig weiter. Deswegen hat diese junge Frau nicht nur das Gebiet hier zerstört, sondern dann auch Löwenstein.
als kleine Spoiler-Info vorneweg. So, wie kommen wir jetzt darüber? Nein, wir sind nicht tot. Nein, hoch auf... Nein! Toll. Das hat ja wunderbar funktioniert. Nicht. Wir laufen halt hier lang. Wir haben Level abgemacht. Kommen wir gleich. Kommen wir hier hoch. Machen wir hier mal querfeld ein über die Karte erkunden. Tun wir die dann später noch richtig. Wir machen jetzt erstmal die Story. Wegmarken können wir aber schon mal mitnehmen. Und auch hier sieht man, ne? Diesen riesigen Turm, der hier explodiert ist. Ja, ist echt traurig. Echt traurig. Abschnitte dieser Story hier können wir seit kurzem erneut spielen. Durch ein lebendige Welt-Ereignis. Habe ich auch noch nie gemacht. Würde ich mir gern angucken. Das müssen wir dann aber mit Emilia machen. Ja, Emilia... die nötigen Sachen dafür schon freigeschaltet hat in den 80er-Gebieten und dass wir das so ein bisschen storymäßig dann einfach machen, ne? Dass wir dann das spielen, was storymäßig hier passiert wäre, dass wir das kennenlernen, weil bisher konnte man halt sich nur so ein Cinematic angucken, ja, die Olle da hat alles kaputt gemacht und ist ein bisschen ausgerastet und so. Nehmen hier noch die Wegmarke mit. Habt ihr den giftigen Hai gesehen, den sie aus dem See gezogen haben? Hab ich. Jeder seiner Zähne war größer als mein jüngster Nachbar. Mhm. Der See ist nämlich verseucht. Wen wundert's, wenn da so ein Ding explodiert? So. Da haben wir eine Halloween-Tür. Die tauchen halt auch hier überall auf. Aber mit Halloween beschäftigen wir uns jetzt heute nicht. Das ist schon ein Stückchen, das wir laufen müssen. Hier haben wir die riesige Wand der Tengu. Das ist auch eine... Oh Gott, ja, ein verseuchter Turm, auch von der jungen Frau hier. Die Tengu sind ein sehr interessantes Volk. Es sind Vögel, kann man das so sagen. Hallo, Ettings. Ja, es sind halb Vogel, halb Menschwesen. Und die haben hinter dieser Mauer ihre Stadt. Da kommt kein Mensch hin. Ich würde gerne wissen, was dahinter ist. Wir würden alle gerne wissen, was dahinter ist. Ach, hier müssen wir hin. Ach, zum Zauberer. Alles klar. Wir würden halt alle gerne wissen, was dahinter steckt, hinter dieser riesigen Mauer. Ich würde die Tengu gerne als spielbare Rasse haben, aber wir warten alle vergeblich darauf, glaube ich. Es wird nie passieren. So, und wir sind jetzt an der unteren Ecke von dieser Map angekommen. Und hier rankt sich auch ein Mythos. Zwar, wo sieht man es von da? Haben wir hier ein Schloss. Das Schloss schwebt da in dieser Luft, auf dieser Insel. Da weiß auch kein Mensch, was damit ist. Guild Wars, bitte, klärt uns auf. Was ist hier Sache? Gut, wir gucken mal, was hier unser Level... Wir haben die Elite-Fähigkeit für Elite-Fähigkeit bekommen. Sehr schön. Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Und da unten irgendwo, da hinten, geht unsere Story weiter. Wir sind bei dem Labor angekommen. Und ja, mit Blick auf das geheimnisvolle Schloss im Himmel... beenden wir diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Tschüsselü.